Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Subnautica. Wir sind gerade hier auf Fischfang, indem wir mit der Seemotte so ziemlich alles über den Haufen fahren, was essbar ist. Ja, hab somit schon einen Bumerangfisch erbeutet. Da vorne sehe ich einen Kupschi. Mit etwas Glück habe ich den jetzt erwischt. Habe ich ihn erwischt? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Oder ist der jetzt weggeschwommen? Das könnte auch sein. Ich glaube, der ist noch abgehauen. Ah, da werden ein paar Bumerangfische. Jawohl. Hoppala, ich verdrücke mich immer. Schnell aussteigen. Und aufheben. Zack. Zack. So kann man fischen, oder? Ist auf jeden Fall effizient. So. Wir haben jetzt da 3 Beutefische. Das ist schon mal gut. Wir haben einmal Salz. Das ist auch gut. Und das heißt, wir werden schauen, dass wir jetzt nach Hause kommen. So. Wo ist jetzt unser Zuhause? Emergency. Ja, da. Starvation imminent. Seek calorie intake immediately. Machen wir gleich. Ich schwimme schon nach Hause. Bei der Gelegenheit sehe ich mich gleich mal um. Eventuelle Frackteile, falls wir wieder mal vorbeischurdeln. Dass wir das kennen können. Aber ich muss wirklich mal schauen, um die Aurora herum wäre vielleicht taktisch am sinnvollsten, da ich jetzt die vertauchen kann, dass wir dort vielleicht die Trümmer zu unserem Glück finden. Das wäre super. Wenn wir dann attackiert werden von den Aliens, wie wir es ja gehört haben, dieser eine Funkspruch da, das ist schon äußerst beunruhigend. Ist wahrscheinlich von Vorteil, wenn wir mehrere Basen haben, dass wir wechseln können, damit uns die Fieslinge nicht sofort entdecken. So. Jo. Na fein. So, eh gleich zu Hause. Bin schon weg. Vielleicht ist es dann gar nicht so verkehrt, dass wir unsere Basis hier so schön gehärtet haben, verstärkt haben. Falls wirklich die Aliens angreifen, dass wir vielleicht eine Überlebenschance haben. Mal schauen. So. Mistviech. Hm? So. Tap, 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 tap. So, einmal Mampfi kochen, bitte. Bitte. Noch einmal. Noch einmal. Dann gleich das Wasser dazu. Was haben wir hier? Säurehaltig. Vorsicht walten lassen. Ah ja, okay. Da haben wir das schon. Gut. Hier brauche ich noch die Röhrenkoralle, genau. Dann haben wir gleich Salzsäure herstellen dann. Hoppala. So. So. Dann machen wir uns schnell unser Mittagessen. So. Oder Abendessen. Dürfte schon Abendessen sein. Also dann, Mahlzeit. Vital signs stabilizing. So. Und noch schnell einen ordentlichen Schluck hinterher. Sehr gut. Dann stellen wir schon mal Salzsäure her, würde ich sagen. Weil können wir immer brauchen, ne? Oder geht's jetzt nicht? Wegen Salzablagerung. Ach, da schau her. Falsches Ding. Hier. Da brauchen wir Salzablagerung dazu. Dann baue ich nur mal eines. Also für einmal. Würde ich sagen. Zack. Und dann muss ich schauen, wofür ich das Salzsäure gebraucht habe. Ich habe es vergessen. Polyanulin. Ah. Ich weiß es nicht mehr, wofür ich das gebraucht habe, das Ding da. Warte mal. Da wir nur eines herstellen können, wäre es super, wenn ich da ein bisschen vorsichtig bin, ne? Okay, also, ich habe keine Ahnung. Da würde ich auch anbieten, einen Verkaufsautomat mal zu machen, aber für das bräuchte ich halt wirklich schon den Mehrzweckraum, der mir leider Gottes immer noch fehlt. So, die Dinger habe ich eh einigermaßen gebaut. Den Bioreaktor, Titan, Kabelsatz und Schmierstoff. Das ist relativ
einfach bauen. Werden wir dann auch bald. Zyklop-Feuerlöschanlage. Okay. Kristallisierter Schwefelsachen gibt's. Scanraumreichweite. Krebs, den Arm von dem. Okay. Tiefseemodul. Das werden wir jetzt dann bald angehen einmal. Sicherheitshalber schon, für den Fall, dass wir abhauen müssen. Lichtstab. Okay. Leitung, Kompass. Bla bla bla. Gekochtes Zeug. Salzsäure. Und das hier. Ja. Ich glaube, ich werde es einfach mal lassen. Ich werde es jetzt noch nicht herstellen. Ich werde es einfach mal ins Regal stellen und schauen, wofür ich es irgendwann mal brauchen könnte. Und hierfür. Na, Ionenwürfel und Diamanten. Ja. Ja, ja. Werkzeuge. Habe ich hier eh soweit alles. Signalbojen brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich meine, wäre schon... Ja, wohl doch. Theoretisch schon, weil wenn wir dann einen Frack finden, wo wir noch weiter untersuchen müssen, können wir uns das markieren, ne? Wäre schon nicht schlecht. Aber ansonsten wären wir schon wieder fertig, ne? Ein Bioreaktor halt noch. Da brauche ich noch Titan. Da habe ich erst zwei, einen Kabelsatz und einen Schmierstoff. Da muss ich eh nochmal los. Die Batterien kann ich schon mal rausnehmen. So, so, so und so. Habe ich leere zufällig mit? No. Okay. Dann werden wir noch schnell. Zack. Zack. Noch schnell unsere Wertgegenstände verstauen. Ja, weißt du was? Den haue ich auch hier rein. Habe ich hier noch Batterien, die würden hier eigentlich nicht eingehören unbedingt, aber naja, egal. Wurscht. Das Gold kommt hier rein. Dann haben wir hier noch immer unsere Lebensmittel. Was haben wir da noch drinnen? Ein Haufen Quarz. Dann habe ich hier noch meine Schwammerler. Die werden wir hier noch reinschmeißen. Und eventuell nichts mehr. Genau. Sonst komme ich hier durcheinander. Habe ich hier noch ein Titan? Habe ich noch übrig? Perfekt. Da kann ich dann das doch schon herstellen. War das mit dem hier zu machen? Der Bioreaktor? Ja. Kabelsatz und Schmierstoff. Okay. Da muss ich noch Schmierstoff farmen gehen. Dum, 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 dum. Hoi, Deka! Bitte einsteigen. Jui! Zack. So. All systems online. Ja. Ist wieder stockdunkel, leider Gottes. Ist jetzt wieder ganz schlecht. Ich habe wenigstens das Licht ein bisschen eingeschalten. Das ist ja schon mal was. Und wir schwimmen jetzt zu den Pirschern. Pirschern. Nach Möglichkeit, um Schmierstoff zu bekommen. Mit der Gelegenheit fange ich mir auch gleich ein. Upschi. Ich ihn erwische. Ist zu schnell. Jawohl. Kurz aussteigen. Wo ist er? Hä? Ich habe ihn noch über den Haufen gefahren. Da ist er. Upschi. So. Gleich noch mal ein Frühstück organisiert. Sehr gut. Und jetzt bräuchte ich... Genau, die Schlingpflanzengeschichte. War das mit den Sämchen zu machen? Und Öl, ja. So, nehmen wir mal 4 mit, das sollte reichen. So. Welcome aboard, Captain. Servus. So, das zu dem. Da hätten wir noch ein bisschen Salz. Wenn wir schon mal da sind. Zack. Nehmen wir das gleich mit. Warum denn nicht? Ah, es wird eh schon hell. Sehr fein. Sehr gut. So.
Jo. Was hält man da vorne? Salz und nix. Nehmen wir noch das Salz hier mit. Achso, bin schon voll. Ja, dann ist wurscht. Dann beim nächsten Mal, würde ich sagen. Beim nächsten Mal. Dann gehen wir nach Hause. So, Schmierstöffchen haben wir. So. Also die Materialien dafür müssen wir noch herstellen. Ich glaube halt, dass es die Frucht war und nicht die Pflanze, weil aus der Pflanze konnte man die Fasern machen, ne? Dieses Silikon-Dingens da, ne? Glaube ich. Jo. So circa in etwa kommt mir das so vor. So. Und wieder parken. So. Sind wir wieder da. Wenn man schon einen Tauchdock hat, muss man es auch nutzen. So. So, lala. Guten Tag. Ich möchte bitte haben diesen Schmierstoff, bitte. Die Firma dankt. Und jetzt brauche ich noch diesen Kabelsatz. Das war jetzt mit zweimal Silber. Ja, genau. Ist mir das Wort Silber nicht eingefallen. Super. Ich habe immer verdrückt, ich da hier schon zeigen. So. Also. Ich brauche halt den da. Sehr gut. So. Jetzt Baumann. Den da. Oh mein Gott, ist der groß. Hahaha. Habe ich da im Scannerraum Platz dafür? Never, gell? Na. Oh. Muss ich den außen anbringen? Das könnte auch sein. Warte mal. Muss ich den außen anbringen? Na. Nee, ich fürchte, dafür werde ich dann schon den Mehrzweckraum brauchen. Ja. Naja, ist ja wurscht. Die Sachen haben wir ja schon mal. So, dann kann ich mich ja endlich mal vielleicht dazu durchringen. Vielleicht einmal auf die Jagd nach diesen Dingen zu gehen. Pflanzensachen gehören zwar jetzt nicht unbedingt da rein, aber ich lasse es trotzdem mal absichtlich hier. So, Salz habe ich noch. Passt, dann gehen wir unser Frühstück schnell. Das ist die Gewohnheit. Frühstück schnell kochen. Und dann mache ich mich nochmal. Stimmt, das fehlt auch. Mache ich mich nochmal auf den Weg zur Aurora. Und schaue mich aber nicht in der Aurora um, sondern rundherum. Ob ich vielleicht Glück habe und irgendwo was noch Scannbares wäre. In der Hoffnung, dass wir einen Zyklopen endlich mal kriegen. Und eventuell auch den Mehrzweckraum, weil den brauche ich jetzt echt schon dringend. So. Vielleicht gibt es ja auch für diesen. Vielleicht gibt es ja auch besondere Räume, die höher sind. Weißt du, wisst ihr, wie ich meine? Die, wo dann dieser Bioreaktor besser reinpasst. Der Mahlzeit und Bröstelchen. So, das reicht schon mal. Das Trinken nehme ich mit. Jo. Batterien habe ich genug. Gut. Medikits habe ich auch noch. Passt. Dann würde ich sagen, Abmarsch. Dum, 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 dum. Medica! Ich muss nur aufpassen mit diesem Riesenseeungeheuer, was bei der Aurora irgendwie da zu Hause ist. Dass es mich nicht wegfrisst. Servus. Aber ich möchte es jetzt wirklich nochmal erkunden und ergründen und durchschauen, weil wir können ja tief tauchen diesmal. Ob ich vielleicht neue Scan-Sachen finde. Wie gesagt, Zyklop und Mehrzweckraum wären ein Träumchen. Wenn ich das hinkriegen könnte, da wäre ich sehr, sehr froh. Jo. Wie gesagt, tief tauchen können wir jetzt ja. Vielleicht habe ich ein Todglück. Weil hier wäre zum Beispiel schon mal Metallschrott. Passing 100 Meters. Könnte ich mir aber auch schon mal mitnehmen.
ein bisschen, weil die Tarn ist eh mittlerweile schon Mangelware. Natürlich auch Salz, wenn ich was finde. Das Licht könnte ich eigentlich ausmachen. Das wäre nicht so wichtig. Momentan. Ui, da ist recht viel Salz. Da freue ich mich ja schon regelrecht. Hurra! So. Noch einmal. Oh, das ist schon mal nicht schlecht. So, da hätten wir noch mal ein bisschen Schrott. Da hat scheinbar ein Pirscher mal Salz hochgehoben. Das hat ihm nicht geschmeckt. Dann nehmen wir es hier mit. Was haben wir denn da? Leer. Okay. Aber man sieht schon, hier sind Teile, ne? Also recht viel Schrott. Vielleicht habe ich ja wirklich mal Glück. Also ich meine, ich habe öfters Glück. Mehr Glück als Verstand. Aber vielleicht habe ich noch ein bisschen mehr Glück. Hier zum Beispiel, ne? Hier wäre es so richtig schön tief. Hier wäre auch ein bisschen durch den, wie soll man sagen, durch diesen Steinwald hier, Korallenwald, wie auch immer, wären hier auch Versteckmöglichkeiten nicht so schlecht. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass hier das eine oder andere Aurora-Teil versteckt wäre. Da schau mal, was da ist. Das dürfte gleich wieder das Scannerraum-Dingens sein. Nein, Tauchtopffragment. Ist mir aber wurscht, nehmen wir mit. Titan ist Titan, passt. Siehst du, weißt du, wie ich meine? Und genau solche Kleinigkeiten muss ich finden versuchen. Was haben wir hier? Was ist denn das? Kreaturenei. Ist das ein großes? Ja. Ich nehme es einmal mit, ist ja wurscht. So. Aber genau solche Einzelteile möchte ich jetzt gerne versuchen zu finden. So viele wie möglich. Deshalb bin ich auch so froh, dass wir so tief tauchen können, tatsächlich. Jetzt haben wir wirklich eine gute Chance. Also wirklich Mehrzweckraum und Zyklopteile zu finden. Sofern ich nicht schon wieder dran vorbeischwimme. Ja. Kommt in den besten Familien vor. Was haben wir denn da? Was ist das denn? Ah, das ist wieder so ein Blubberdingens. Okay, einfach so eine Art Belüftung wahrscheinlich. Wieder von den Aliens. Wie es ausschaut. Ah, Mariana. Das sind schon wieder diese Mistviecher. Da unten sehen meine Äuglein was. Seht ihr das auch? Natürlich kann es auch immer wieder sein, dass ich an Orten rankomme, wo ich schon war. Hier aber noch nicht. Hier noch nicht. Ja, weil hier ist auch schon eine PTA für uns. Zack. Eine Tatenbox, besser gesagt. Lebensform Zuchtbehälter. Yuppie! I am freuing. Hurra, 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 hurra. Super! So, dann gleich mal mein Scan-Dingens ausgepackt. Was haben wir hier? Kernreaktor-Fragment. Jo! Zahlt sich ja schon aus, ne? Krebswurf-Hakenarm. Wie cool! Oh mein Gott, wie cool! Kernreaktorfragment noch eins. Habe ich ja gewusst. Hab's ja gewusst. Nochmal. Krebswurfarmfragment. Jawohl. Ich hab's ja gewusst. Ja, ja, ja. Dann müssen wir noch natürlich hier rein. Das ist nun Metalldingens, ne? Einmal Mädchen. Luft holen. Das ist echt cool. Ich mag die Taucherflasche. Ach, es ist schön. Wenn man schon ein bisschen was drauf hat, ist das schon schön. So. Dann wieder aussteigen. Mein Laserschneiderlein. So, bitte tun Sie Ihre Dienste.
Sehr schön, sehr schön. Ist zwar noch nicht das, was ich wollte, aber besser als nichts, ne? Wobei ich kein Fan von Kernreaktoren bin. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also nach Möglichkeit möchte ich gerne Strom produzieren auf Solarbasis. Mal schauen, vielleicht machen wir es für ein Raumschiff. Das könnte sein, diese Kernreaktor-Geschichte. Mal schauen. Ich kenne mich nicht so gut aus mit der Raumfahrt. Ach ne, weißt du nicht sagen tust, hä? Kann ich nicht rein? Sicher. So, mein Scanner. Da haben wir eine Charging-Konsole. Safety Protocols DSP-21 before handling classified cargo. WTF? Echt jetzt? Darf das nicht benutzen? Ein Sicherheitsprotokoll. Ah jo. Nährstoffblock. Mir ist da, ich bin da voll. Dann hauen wir, ich hau das Ei weg. Scheiß der Hund drauf. So. Mir ist wichtig, diese Versorgungsgeschichte da. Diese Riegel sind echt Gold wert. Krebs-Schubkanonenarm. Also Sachen gibt's. Das ist mir nicht mehr wurscht. Das ist echt cool. Gibt's da noch ein zweites drum dafür? Damit ich das auch gleich erlernen kann. Da war jetzt mein Monster einer, ja. Gibt's da noch ein zweites Ding für den Krebsarm? Hallo? Achso, da drinnen wahrscheinlich. Und langsam vorwärts tasten. Kompositpflanztopf. Aha. Okay. Zyklop-Wärmereaktor. Okay. Wir haben immerhin was für ein Zyklop. Was will ich denn mehr? Gezogenes Doppelbett. Oh mein Gott, ich brauche Gift. Sehr gut. Schöner Pflanzstoff. Ja, ja, ich bin schon unterwegs. Ich, Gott. Oh Gott, mal zauf ich ab. Scheiße! Oh oh, das wollte ich nicht. Ich habe nicht mal rechtzeitig rausgefunden. Ups. Okay. Scheiße. Soll ich das nochmal laden? Ich glaube, oder? Wäre besser, wenn ich das nochmal laden tue, ne? Und mich nochmal dorthin bewege. ...22 Minuten her. Verdammt. Ja, was soll ich machen? Ach, das war nicht schlau von mir. Entschuldigung. Ich habe echt gedacht, das geht sich aus. Nix da. Käse. Jetzt habe ich echt viel Zeit verloren. Oje. Schau mal, wo wir sind. Oje, oje. Ja, ich hätte auch jetzt hinschwimmen können. Aber egal. Jetzt habe ich nicht mehr rausgefunden, ich Trottel. Ah. Ich dachte, das wäre der Ausgang gewesen. Ja, ja, ja. Dabei war das falscher Alarm. Sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht. Ist halt mal ein verhunzter Bart. Ja. Huch! Ja. Geht es Ihnen gut? Ach du heiliges Kanonenrohr, hier sind wir. Ja, gut. Jetzt werde ich nie wieder das anfinden, glaube ich. Oh, Schande. Ich werde das, glaube ich, nie wieder anfinden. Never lucky. War ich hier schon drin? Ich glaube ja. Ah ja, da war ich schon. Oh, das ist so bitter. Das ist so bitter. Bin ich selber schuld. Ich weiß, ich bin selber schuld. Trotzdem traurig. Puh, wie bin ich denn da geschwommen?
Ach du Schande. Na, was haben wir denn da? Zeitkapsel öffnen. Okay. Hey, tut es. So auf Englisch. Ja, ja. Ich sterbe gleich nochmal, wenn ich so weitermache. Ja. Schande. Das war jetzt echt doof. Ich hoffe, ich finde das nochmal an. Ich werde dann im nächsten Bad werde ich mich dann einfach dorthin stellen und dann ja, gestärkt, geschneuzt, gestriegelt und dann wird es schon. Keine Sorge. Irgendwie werde ich das schon hinkriegen. So, ich sammle jetzt noch schnell aus Erfahrungsgründen das Salz ein und werde noch schnell ein Fischlein uns plätten. Da hätten wir auch noch zwei wunderbare. Autsch. Okay, ich bin voll. Was wollen Sie? Was habe ich denn im Inventar? Einen Bumerangfisch, das reicht schon. Kristallines Uranit. Hochradioaktives Mineral. Du liebe Zeit. Okay. Ja, passt auch, ne? Da bin ich das letzte Mal dran vorbeigeschwommen. Ich meine, das war alles Absicht, ja? Der Vibe, damit ich das bekomme. Hust. Sehr glaubwürdig, ne? Jo. Dann würde ich sagen, auf nach Hause. Und dann suche ich mir nochmal die Stelle, wo wir gerade waren. Und scan das nochmal. Ist mir gerade voll peinlich. Tut mir echt leid. Ja. Unfälle passieren halt. Und diesmal schaue ich auch, dass ich mit genug Sauerstoff rein und raus gehe. Dass ich mir auch den Ein- und Ausgang merke, okay? Ja, versprochen. So lala, so lala, so lala. So. Ja, gut. Ich kann nicht immer alles perfekt machen. Das wäre ja dann, hättet ihr euch nichts zum Ärgern. Ne? Ich muss mich ja um euch auch kümmern. Um euer Wohl. So. Ja. Muss drüber lachen. Hilft nichts. Das war die, die Entdecker-Gear war das. Dann habe ich natürlich wieder mal übersehen, Luft zu holen. Ich bin ja leider kein Fisch. So. So, guten Tag. Hier sind wir wieder. Ich möchte gerne kochen. Gebökelt, ja. Das gibt mehr Nahrung. Und dann brauche ich die Rohrkoralle. Da. Hoppala. Und Wasser bitte. Ach ja, das wollte ich auch noch. Ja, könnte ich auch noch machen, stimmt. Die Säure. Und das Wasser noch dazu. So. Passt. Jetzt gehen wir mal schnell jausen. Nochmal. Das haben wir eh schon erlebt. Schnief. So, nom. Passt. Ja, gut. Ein bisschen Nahrung hat es gegeben, nicht viel. Muss ich mir noch ein bisschen was fangen dann, während ihr nicht zuschaut. Und ja, dann noch die Salzsäure baue ich noch schnell. Dann sind wir wieder ungefähr da, wo wir sein sollen. So, ja. Passt. Wieder alles ordnungsgemäß verstauen. Zack, 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 zack. Na nü. Hat nichts mehr Platz. Okay. Ah ja, die Taucherflasche. Ja, das baue ich mir jetzt alles noch schnell nach. Oder? Na, das ist falsch. Passt schon, die habe ich ja alles. Ja, ich schaue mal, wie weit ich jetzt, was ich jetzt alles falsch gemacht habe. Was uns jetzt noch fehlt. Und dann, wie gesagt, treffen wir uns einfach wieder bei dem Wrack. Und inspizieren das nochmal aufs Neue. Ist, glaube ich, am vernünftigsten so. Ja. Ah ja, das Gold könnte ich noch da reinschmeißen. Stimmt, so. Eventuell auch das. Ich mal da rein und das auch, weil drüben hat es nicht Platz gehabt. Auch das schmeiße ich hier rein, weil es halt normal gehört ein Diamant auch hier rein, aber den habe ich jetzt woanders gebunkert, glaube ich, ne? Hier waren die erste Hilfe-Geschichteln, das Salz kann ich da reinpfeffern. Ja, ja, sofort bitte nicht hier aufregen, wird alles gemacht.
Das wollte ich auch mitnehmen. Da habe ich ja was gebaut. Oder wollte bauen. So war das. Genau, mit dem Bio-Blabla. Genau, das mache ich jetzt alles dann im Anschluss, während ihr nicht zuschaut. Und dann, wie gesagt, treffen wir uns einfach frisch, fröhlich wieder bei dem Wrack. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wenn ihr dieses Desaster hier seht. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!